Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, worum geht's eigentlich heute? Es gibt natürlich jedes Jahr die Dezember Ballings Updates, beziehungsweise es gibt das Dezember Update und vorab gibt es immer ein Ballings Update. So wollte ich es eigentlich sagen. Also mal wieder tüdeliger Anfang. Aber egal, wir haben am Wochenende in den Livestreams schon festgestellt, dass dieses Ding hier viel zu stark ist. Also der braucht maximal auf Ausbruchstufe 2 3 Schuss für eine vollwertige Queen, also für eine 85er Queen und noch nicht mal ganz 3 Schuss. Ich glaube, es sind 2,81 Schuss oder so. Ich habe eben mal ein bisschen den Taschenrechner angeworfen. Für die Statistiker unter euch, ich habe alle Helden Max. Also wir haben am Wochenende den King auf Level 85 geballert. Vielen lieben Dank an meine Zuschauer. Ich wollte gerade sagen, die mir dabei geholfen haben. Nein, die haben mir nicht dabei geholfen, aber vieles fällt mir tatsächlich in den Livestreams etwas leichter, als wenn ich hier so rumsitze. Und deswegen machen wir vieles gemeinsam und das finde ich sehr, sehr gut. Aber gemeinsam wird auf jeden Fall der Monolith. Wir gehen mal rein. Ich blende euch das mal da oben beim U so ein bisschen ein. Ist vielleicht ein bisschen zu klein, aber der Monolith wird auf jeden Fall degreased, so heißt das hier im Englischen immer. Also er wird also geschwächt und zwar Level 1 von 14 auf 12% Extra Damage wohlgemerkt. Der Basis Damage bleibt und beim Level 2 geht er runter von 15 auf 13%. Okay, kann man sich jetzt drüber streiten, ob 3 Schuss oder 3 Schuss 3 Schuss sind. Das haben wir dahingestellt, aber ich denke mal, das Ding gehört in jedem Fall genervt, denn das ist auf jeden Fall der Schrecken. Also auf Level 1 schockt er mich jetzt nicht mehr, muss ich ehrlich sagen, aber auf Level 2, ja, ohne Freeze geht da nichts, muss man ehrlicherweise sagen. Und auch gegen Truppen, die viele Trefferpunkte haben, zieht er richtig nett ab. Gar keine Frage. Ich meine, bei Truppen, die sowieso kleine Trefferpunkte haben, da macht dieser Extra-Damage eigentlich null. Null aus, weil die Truppen sind nicht instant tot. Also wer so zwischen 200 und 400 hat, sagen wir mal, wir nehmen hier so einen Barbaren oder so. So ein Barbar hat ja auch schon 270 Healpoints. Da muss der auch schon, ja, einmal schießen. Okay, nur einmal schießen. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Der Extra-Damage ist halt extrem hoch bei Truppen, die natürlich viele Trefferpunkte haben. Okay. Was haben wir noch? Der Spell Tower, Poison Tower, ich lese das mal aus dem Englischen vor, so ein bisschen. Poison Tower Attack Speed Reduction has been reduced from minus 35 zu minus 25%. Okay, also der Kampfturm hier, wenn er dann auf Poison steht, hat natürlich gewisse Verschlimmbesserung. Also er hat maximal Damage pro per Second 60. Er hat die Effect Duration 12 Sekunden. So lange wirkt er. Also das jetzt ist der Poison. Oder ist er überhaupt der auf Level 3? Die kann man ja nicht nochmal leveln oder so. Er hat natürlich eine Beschleunigungsreduzierung und er hat eine Attack Speed Reduzierung und die wird runtergesetzt. Also der zweite Wert dieser 35% geht auf 25% runter. Das heißt, die Truppen können etwas, ja, ich will mal sagen, schneller in dem Ring angreifen, je nachdem wie voll oder leer sie dementsprechend sind, muss man ganz klar sagen. Es gab wohl ein Problem mit dem Poison Lizard. Mir ist das noch nicht aufgefallen, weil ich den Poison Lizard bisher so gut wie gar nicht gespielt habe. Der ist bei mir erst auf Level 1, aber der hat wohl ab und zu, so wie ich das hier lese, der Radius ist ein bisschen verkleinert worden. In Greece heißt, glaube ich, nicht, dass ich euch jetzt Blödsinn erzähle, aber ist erhöht worden. Entschuldigung, ist erhöht worden. Ich verwechsel das auch gerne mal. Ist ein bisschen erhöht worden, denn der hat wohl ab und zu mal ein Ziel ausgelassen oder halt gar nicht anvisiert und deswegen ist er ein bisschen erhöht worden, sodass es etwas easier ist to ignore nearby units and heroes. Also der soll auf jeden Fall nichts irgendwo stehen lassen, sondern der soll in jedem Fall hier weitermachen. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, dass nicht nur im Hauptdorf etwas abgedatet wird, sondern natürlich auch dieses Mal in der Clanstadt. Hier wird was abgedatet, also ich springe jetzt mal ruhig. Hier wird auf jeden Fall was abgedatet und zwar muss ich dann natürlich hier in die Raid-Mappe gerade mal reingehen und muss mal ein paar Truppen ausbilden. Es gibt eine Truppe, die bekommt einen kleinen Increase, also wird ein bisschen angehoben. Und zwar ist das Fass hier. Dieses Fass hier, warte mal, lass mal gerade gucken. Skeleton Fass Find Barracks. Wenn ich das jetzt mache,
warum kann ich da gar nicht auf Info gar nicht so viel sehen hier? Find Barracks, Upgrade, Info. Okay, da kann man die Info gar nicht sehen. Wo kann man denn die Info über die Truppen überhaupt sehen? Ich meine, hier sieht man ja was und hier sieht man nichts. Okay, hier sieht man ja eigentlich auch was. Das macht mich jetzt gerade ein bisschen. Hier sieht man auch nichts. Okay. Ach so, da muss man da unten auf Info gehen. Alles klar, jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es, Leute. Ne, so viel zu meiner Clanstadt. Okay, hier ist es. Also, der macht jetzt auf Level, wir haben den auf Level 2. Da macht der Damage 600 und er wird erhöht auf, komisch, hier macht er auf Level 2 Skeleton Barrel. Kapital Skeleton Barrel. Doch, hier steht eigentlich Level 1 500 bis 700. Level 2 demnächst 600 auf 800. Okay, ach, Hitpoints. Entschuldigt, sind die Hitpoints. HP steht da ja auch. Junge, bin ich verpeilt heute. Stimmt, steht da ja auch HP von 600 auf 800. Vermutlich werden sie nicht so sehr deswegen genutzt, weil sie halt recht schnell kaputt gehen. Und die beste Übersetzung kommt jetzt überhaupt von mir, würde ich sagen. Ich habe das einfach mal in den Übersetzer reingeworfen. Denn es heißt Underground Unit Movement. Decrease Movement of Underground Units by 30% when walking above grounds. Oder Ground. Affect Defensive Miners in Battles and Underground Units when visit villages. Wirklich übersetzt heißt das richtig krass. Muss ich leider mal sagen. Also ich habe das mal einfach in den Google-Übersetzer reingeballert. Verringern Sie die Bewegung unterirdischer Einheiten um 30%, wenn Sie sich über der Erde bewegen. Wirkt sich auf defensive Bergleute in Schlachten und unterirdische Einheiten aus, wenn sie Dörfer besuchen. Ich nehme mal an, wenn sie angreifen, so wird das wahrscheinlich richtig sein. Also unterirdische, ob sich das jetzt nur auf die Mine auswirkt oder auch auf die Kampfmaschine beziehungsweise auf den Battle Drill hier, auf den Kampfbohrer, das weiß ich jetzt nicht. Oder auch auf den Digi hier, denn der Digi ist ja auch eine Einheit, die unter Tage arbeitet, so will ich es mal sagen, und nicht nur die vermeintlichen Miner. Aber hier steht eigentlich unterirdische Einheiten und ich gehe mal davon aus, dass der Digi damit zugehört. Ich glaube, mehr gibt es nicht, die unter Tage arbeiten, ne? Miner, der Kampfbohrer und Digi. Die drei in jedem Fall. Ja, kurz aber knappe Folge, aber es gibt natürlich in dieser Woche viel Liga bei mir, also heute Abend wieder Liga. Und wir haben die Liga-Woche relativ spät angefangen. Ich starte auch mit meinen Videos im Clan, natürlich im Clan Free-to-Play. Wir springen aber auch zu den Herausforderern sicherlich mit rein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns heute Abend. Da zeige ich euch oder da kann ich vielleicht ein bisschen mit euch darüber ein bisschen diskutieren. Müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in alter Frische wieder. Und also ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Und wir können aber gerne dann in den Livestreams gerne darüber diskutieren. Aber ich glaube, das ein oder andere wurde ja schon mal so ein bisschen in den Streams aufgefasst. Und wir waren natürlich ganz klar der Meinung, der Monolith gehört ein bisschen genervt. Jetzt ist es auch soweit. Und dass man den nicht zwischendurch mal nervt, war eigentlich klar. Nur er war in jedem Fall auf der oder an der Reihe. Ich bin mal gespannt, was noch auf uns zukommt. Mehr Informationen kann ich euch über das Dezember-Update noch nicht sagen, aber Supercell hat uns wissen lassen, dass es meistens mit erstmal kleineren Balance-Änderungen anfängt. Die sind heute da. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst mal einfach einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr für eure Aufmerksamkeit und für eure Unterstützung. Bis dahin, bis heute Abend würde ich fast sagen, euer Toto. Clasht.